Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 1 Legendary Edition und wir befinden uns immer noch hier auf der Station und werden jetzt dem Rat nochmal etwas Neues vortragen, denn beim letzten Mal, muss man zugeben, haben die uns nicht wirklich zugehört und alles abgeschmettert, mit dem Hintergrund, dass wir natürlich Saren als Verräter überführen wollten, beziehungsweise als, ja, was soll man sagen, was ist er denn da geworden eigentlich? Ich glaube, er ist einfach nur ein Psycho, der die Welt unterjochen will. Und hat uns aber keiner geglaubt, weil Saren ein angesehener Spectre ist. Und wir werden jetzt mal gucken, ob wir das nicht doch irgendwie noch hinkriegen, dass wir ihn da überführen können. So, wir haben uns, ich habe Tali mit reingenommen hier. Und Ashley, und das ist jetzt erstmal meine Truppe. Und ja, jetzt müssen wir kurz gucken. Wirkt's? Oder? Speichern haben wir schon. Wir wollen mal kurz gucken, wo Tagebuch. So, Citadel, Schuldbeweisen. Sie haben die Karriere gerettet und sie hat ihren Beweis in den... Und dann wird die Beweise dem Rat vorlegen. Okay, ist die Frage, ob wir noch irgendwas machen können. Still haben sie eine Allianz-Patrouille in ihrem Report entdeckt. Eine der Patrouillen hat einige ungewöhnliche Aktivitäten im Hydrasystem des Argos-Clusters gemägt. Okay, wir machen jetzt eine Mission. Und zwar, wir müssen Sarens Schuld beweisen. Wir behaupten, da müssen wir einfach mal hochgehen zu dem Rat. Und mal schauen, was der uns sagt. Der Rat. Kann man hier schon links? Ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Was hier passiert? Ich denke, sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Oh, können wir nochmal nachfragen hier. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Erzähl mir noch was über deine Kultur. Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Okay, da wollen wir kurz reden. Wir fragen mal nach dem Botschafter. Oder ob er schlecht gelaunt ist. Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Aha. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Was für ein Botschafter. Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volos zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Sünde. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Beitritt zum Rat? Warum haben die Elkor und Volos keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volos-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Okay. Auf Wiedersehen, Botschafter. Gut, ich wollte mal ihm hier reden, was mit ihm los ist. Auf Wiedersehen, Erdling. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander.
Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Ist alles in Ordnung? Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was ist geschehen? Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo finde ich sie? Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Vielleicht können wir ihr noch mal reden. So. Runter jetzt! Oh nein. Nein, das war dumm. Passiert nichts. Keine Berührung. Nein, das war ich. Ich wollte mal gucken, was man damit machen kann. So. Naja, egal. Wir müssen jetzt versuchen, da zum Dings zu kommen. Samespatia. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Na klar. Commander Shepard, mein Name ist Samespatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Ich helfe immer gern. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Moment. Die 212.? Dann war Ihre Frau Nirali Bhatia? Ich bin Gunnery Chief Ashley Williams. Ich war in Ihrer Einheit. Chief Williams, ich bin sehr erfreut. Nirali hat oft von Ihnen gesprochen. Mein Beileid, Mr. Bhatia. Nirali war eine gute Frau und Kameradin. Was können wir für Sie tun? Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Sagten Sie warum? Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Ich versuche mal, es rauszufinden. Wir kümmern uns darum. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. In der teuren Bar? Welche Bar denn? Gucken wir mal, ob wir die Bar finden. Ist die Frage, welche Bar er meint. Ist das die Bar hier drin? Ja. Volle Deckung! Oh, das war dumm. Ich hab mal wieder schöne. Okay. Glaube, wir sind fertig, Commander. Ist halt die Frage, welche Bar er meint. Also, das Problem ist, einige Sachen kann man wirklich gar nicht erkennen. So, aber naja. Hier drauf? Zu Finanzbezirk. Ich gehe nochmal hier hoch, gucken, ob wir da was finden. Kann es mir nicht vorstellen, aber. Wir testen es mal. Executor Parlin, okay. Verwaltungsbeamter der Bosker. Ah, da ist er. Den schnacken wir jetzt mal. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ich bin wegen Samesh hier. Ja, ein Mann namens Samesh Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Es geht um Gift? Sie glauben, dass Ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus.
Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Das ist eigentlich okay, ne? Samish sollte das hören. Ich werde es Samish sagen. Und wenn Sie nächstes Mal eine tote Soldatin aufschneiden wollen, unterrichten Sie besser Ihren Mann. Genau diese Reaktion wollten wir vermeiden, Commander. Aber wenn Sie glauben, dass es hilft, dann sagen Sie Mr. Bhatia die Wahrheit. Vielleicht wird er uns verstehen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Ich konnte jetzt daraus nicht erkennen, dass der so eine Reaktion macht, oder? Aus der Antwort? Das war eine blöde Antwort jetzt. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht. Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Beruhigen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Azari-Konsortin sagen? Sie ist eine Azari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Sie sind nie zu ihr gegangen, was, Private? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Wo ist sie? Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Asana. Ist geil, dass man echt mit fast allen Leuten hier sprechen kann. Vielleicht kann der Barmann zum Beispiel sagen. Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Sie wissen, wer ich bin? Ihre Ankunft hat einigen Trubel unter den Diplomaten und anderen Gästen hier ausgelöst. Geil ist das denn? Irgendetwas Interessantes passiert hier immer. Ich könnte Ihnen ein bisschen was erzählen, wenn Sie möchten. Erzählen Sie mehr. Was ist tell denn me so more, los? Tell me more. Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Und warte mal, kannst du was erzählen über Shaira? Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau. Okay, dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So, wir werden mal kurz zu dem Shamari-Mann da gehen. Die Bescheid geben, was mit seiner Frau jetzt ist. Dass wir nichts dagegen machen können. Stand er nicht hier unten? Da steht er noch, guck mal. Wir müssen ihn jetzt aber schon beibringen. Hallo, Commander. Irgendwelche Fortschritte mit Mr. Bosker? Wird er den Leichnam meiner Frau nach Hause schicken? Es ist nicht so einfach wie gehofft. Das Militär braucht den Leichnam ihrer Frau für wichtige Tests. Tests? Sie benutzen den Leichnam meiner Frau für Tests? Meine Frau hat der Allianz treu gedient und ihr Leben für die Menschheit geopfert. Und das ist jetzt der Dank dafür. Das ist wichtig, wir sind im Krieg. Das ist wichtig. Es geht nicht, okay. Das ist nicht akzeptabel. Ich werde Sie wissen lassen, was ich erreichen kann. Ich danke Ihnen. Okay, das war natürlich dumm jetzt, aber naja. Machen wir trotzdem mal. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also. Saren Schubert, Sie haben die Quarian gerettet und sie hat ihren Beweise gegeben, die Sare mit der Geth in Verbindung. Botschafter Odina wird die Beweise dem Rat vorlegen. Können wir einfach hingehen und dann kriegen wir jetzt erfahren, was da los ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir fahren mit dem Raketenmodul hier hinten, wollte ich gerade sagen, mit dem Rapid. Und reisen da mal kurz hin. Gucken, was es da gibt. Präsidium. Zitadellturm. So. Steht da schon. Na los. Odina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Schauen wir mal nach, was da jetzt passiert. Da was bei rumkommt, ich glaube. Prime war ein bedeutender Sieg.
Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist das? Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth verehrten sie. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Noch nicht. Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Sie haben schon mal an mir gezweifelt. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Okay, ich habe sie gesehen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Dann lassen Sie mich schicken. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Das ist die beste Lösung. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Guck mal, sie zwingert ihm zu. Commander Shepard, vortreten. Wow, jetzt bin ich Spectre. Alle Völker der Galaxie sind davon bepicht, das zu sehen. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie in ihren Händen.
Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ja, was sagen wir Ihnen denn mal? Vielen Dank. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Irgendwelche Tipps? Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Cool. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Ich kann sie nicht lenken. Solange ich Sarah nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los. Bin direkt hinter Ihnen, Commander. Spectre-Training-Talent freigeschaltet. Okay. Gut. Was können wir damit machen? Lass mal gucken. Also, das wollte ich gar nicht. Hey, zurück. So, warte mal. Tagebuch, ne? Speichern kann ich auch nicht. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Gucken wir mal, was es jetzt bringt. Jetzt kommen wir schon zu irgendeinem speziellen Trainingsprogramm. Da gucken wir mal rein. Speichern wir kurz. Wichtig. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin. Vielleicht können wir woanders hinfahren. Kann ja gut sein. Zirkel? Zurück? Brillium? Bezirksübung? So. Sind Sie in der Brillium, gehen Sie über die Treppe. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Citadel-Gesetze. Sie haben bewiesen, dass Sarah mit geht, sagen wir mal, die Belohnung verleiht Ihnen der Rat den Rang des Spectres und beauftragt Sie damit, den abtrünnigen Spectre zu jagen. Okay. Aber jetzt ist ja die Frage, wo müssen wir hin dafür? Muss es irgendeinen Bereich geben, wo wir hin können? Wir können ja mal gucken, ob wir mit der Asari-Tante schnacken können. Die ist auch auf der anderen Seite gewesen. War da vorne, den wollen wir nicht sprechen. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Eine persönliche Frage. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninde, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Na klar, schauen Sie es mal an. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Nicht Menschenpanzeranzeigen, Upgrades anzeigen, Standobjektanzeigen. Machen wir mal das hier anzeigen. Okay. Also hier könnte man irgendwann mal was kaufen, aber das interessiert uns noch gar nicht. Müssen wir einmal mal gucken, wo wir hin können. Ey, das ist auch ein bisschen blöd gelöst, ne? Also,
Die Frage, wo ich jetzt hin soll, ne? Wenn du hier hin bist, soll ich ja nicht anscheinend. Hey, Spectre, haben Sie einen Moment Zeit? Hm. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Gucken wir mal, ob wir noch anders hinfahren können. Besser. Nee, da können wir nicht hin. Dann müssen wir noch zum Botschafter zurück. Zu den Botschaften gehen wir nochmal. Vielleicht müssen wir da nochmal rein und mit denen reden. Bin mir nicht sicher, aber wir probieren es einfach mal. Falsche Laden. Da waren wir ja schon drin. Hm. Keiner da. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch merkwürdig. Präsidium Tourismus Terminal 1. Hm. Hier finden Sie viele Sehenswürdigkeiten wie die Zitadellbotschaften und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadellturm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich das jetzt nicht so viel haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Ich werde mal hier so ein. Ich werde mal kurz zum Turm eiern. Zitadellturm. Ich muss gucken, vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Vielleicht steht da noch jemand, mit dem ich reden muss. Mit dem ich nicht geredet habe. Nee. Hier ist nichts. Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Vielleicht. Warum bewegt er sich nicht? Er steht nur da. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Hm? Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Die Traverse ist ein unangenehmes Gebiet. Wir haben uns eine Weile dort aufgehalten. Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Haben Sie eine Ahnung, warum jemand sie angreifen sollte? Plünderer, Sklavenhändler, Söldner, die auf leichte Beute aus sind. In der Traverse treibt sich ein übles Pack herum. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Nehmen wir alle mit, die Quests, oder? Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Gut. Gut, dass er weiß, wo unser Schiff ist und ich immer noch nicht. Hm. Was machen wir jetzt? So. Die Schreibe führt hinunter ins Präsidium. Dort finden Sie die Botschaften. Ja, mach mal.
Irgendwie bin ich die ganze Zeit. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmen. Springen wir. Das ist nicht so. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Okay. Also. Das Problem ist, dass hier nichts weiter steht. Bringst mir jetzt was, wenn die jetzt anderen Quest kann ich auch noch nicht machen. Das ist das Problem. Ist hier irgendwas müssen wir hier machen? Aber was? Wo müssen wir hin? Also müssen wir zu unserem Raumschiff, aber wo ist denn unser Raumschiff? Schon, dass sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Also, ich finde es ein bisschen schwierig. Es gibt hier gar nicht so viele Sachen, muss ich zugeben. Aber trotzdem weiß ich nicht, wo wir hin sollen. Das ist doch verrückt. Geh auf die Karte. Ist da irgendwas aufleuchtet? Was steht denn hier zum Beispiel? Avina? Mr. Baltia, okay. Ausrufezeichen ist Plot. Ja. Aber wenn ich mit dem bisschen Batia rede, bringt mir das ja nichts, ne? Ich finde das gerade merkwürdig, dass hier kein Link oder Wink gibt, wo man hin muss. Kurz. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren. Ja, mal bespaß schon Musik. Andockbucht, das passt doch. Ich habe gehört, einige Menschen wären nach dem Angriff auf Eden Prime wütend auf die Quarianer gewesen. Schließlich haben sie die Geth erschaffen. Die Geth haben Milliarden getötet und uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Die meisten Quarianer sind der Ansicht, dass wir für unseren Fehler bereits ausreichend bezahlt haben. Hoffentlich ändert sich die Meinung der Leute jetzt, wo sie mit uns gegen Saren kämpfen. Guck mal, da stehen die beiden doch schon wieder. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandie ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Das werde ich. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Steckt doch mehr dahinter. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Was ist damals geschehen? Ich habe versagt. Ich hatte die Situation falsch eingeschätzt. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später, dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Sie können auf mich zählen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg.
Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Ferros-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Ferros und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Gibt's noch mehr? Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Okay, was machen wir als erstes? Was sollen wir machen? Ich sag, wir fangen da an. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Will ich nochmal reden? Ja, Commander? Nee. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. So, das ist die Normandy. Gehen wir nochmal darauf. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Okay. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Kurzansprache oder ehrliche Ansage? Meine Art. An alle auf der Normandy. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Wir alle wissen, was auf Eden Prime geschehen ist. Wir haben die Zerstörung gesehen. Und die vielen Leichen. Das alles war Sarens Werk. Die typische Roland Emmerich-Ansprache. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Ratssektors. Saren muss aufgehalten werden. Und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Super. Perfekt. Oh, vorbildlich. Plus 4. Gut. Ja, das lief ja wunderbar. Machen wir direkt, würde ich sagen, beim nächsten Mal hier weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.